Willkommen zu Hause zum heutigen Spiel. Bei dem Wetter wahrscheinlich die beste Entscheidung, die Wohnung nicht zu verlassen. Es regnet in Strömen. Ja, schauen wir mal, wie die Spieler mit diesen Wassermassen auf dem Rasen zurechtkommen. Heute sehen wir Borussia Mönchengladbach gegen Ingolstadt. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sie spielen im 4-3-3 mit zwei Flügelstürmern. Das Team mit den meisten Toren gegen das Team mit der schlechtesten Abwehr. Riecht im Vorfeld nach Schützenfest, aber warten wir mal ab, wie sich das Spiel wirklich entwickelt. Borussia Mönchengladbach wäre heute wohl favorisiert, wenn man eine ähnlich starke Leistung zeigen könnte wie beim Auswärtssieg, als es gegen Hertha BSC ging. Und das 6:0 war natürlich der Hammer. Da dürfte es der heutige Gegner recht schwer haben. Er versucht's! Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Der Gegner war dran, noch ein Eckball. Stindl, da ist der Torwart da, gut gemacht. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Das gibt Einwurf. Dahoud. Stindl. Und erneut gibt es Einwurf. Jetzt schießt er. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Dani da Costa. Alfredo Morales. Und jetzt haben sie den Ball. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Danilo Soares. Alfredo Morales. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Gaczynski. Und jetzt ein Zweikampf. Da gibt der Freistoß, gute Möglichkeit. Alfredo Morales. Timing passt nicht. Kein Druck hinter diesem Kopfball. Ja, und so kann er die Kugel nicht richtig platzieren und das Ding geht daneben. Der Ball segelt platziert in den Strafraum, aber dann fehlt es an der Präzision im Abschluss. Er bringt den Ball nicht aufs Tor, etwas zu hoch. Per Kopf zum Mitspieler. Xhaka. Schussversuch.
Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Alfredo Morales. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen Sie dranbleiben. Das könnte die Gelegenheit geben. André Hahn, da ist er plötzlich völlig blank, aber was ist denn das für ein Abschluss? Ja, den setzt er auf jeden Fall mal ein gutes Stück neben das Tor, das kann er besser. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Geht er rein? Den Ball hält er gut. Alfredo Morales, Dani da Costa. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Fabian Johnson. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Stindl. Den Pass spielt er gut. Knapp abseits, aber das wäre auch gefährlich. Chaka. Gaczynski. Dani da Costa. Hartmann. Es gibt Abstoß. Jetzt können sie sich für den Angriff wieder sortieren. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Borussia Mönchengladbach. Dann geht es zu Hause gegen Hannover 96. Das hat doch das Zeug zum Klassiker, wenn du mich fragst. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Da setzt er zum Sprint an, kommt er durch. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Flanke kommt, wird das eine Chance. Da passt er auf, Ball geklärt. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Fabian Johnson. Er zieht ab. Er versucht es einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz, obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Gaczynski. Dahoud. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Per Kopf verlängert. Macht er ihn. Super gemacht vom Torwart. Stindl. Ganz starke Flanke. Hartmann. Groß. Danilo Soares. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Christensen.
War das oben vom Assistenten und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Noch ist nicht Schluss. 4 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Jetzt kommt der Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Außenpfosten. Boah, jetzt können sie erstmal durchatmen. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. Ganz klare Abseitsposition. Na klar, wäre das eine gute Chance gewesen, aber diskutieren müssen wir hier nicht. Souverän, er hat den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das war sauber, er holt sich den Ball. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Und mit dem Unentschieden gehen wir in die Pause. Trotzdem kann der Trainer zufrieden sein, kann er? Ja, finde ich schon. Spielen ja gut und müssten eigentlich auch führen. Ich bin mir sicher, wenn sie so weitermachen, gewinnen sie das hier heute. Und jetzt wechseln sie. Stoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Martin. Roger. Martin. Stindl. Da zieht er ab, da macht er ihn rein. Jetzt ist der Ball dann doch drin. Ich würde sagen, der Keeper hat gehalten, was zu halten war. Trotz des Gegentreffers eine sehr gute Leistung bisher. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es nicht. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gerzinski. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Und per Kopf weitergespielt. Schuss! Den hält er super! Jetzt gibt's Eckball und damit eine gute Chance auf den Ausgleich. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Jetzt haben sie den Ball. Da kommt der Schuss.
Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Gibt Ecke und die Chance, die Führung hier auszubauen. Da ist die Auswechslung, die Fans feiern ihn, kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Kompromisslos vorgetragen, alles in allem. Hier nochmal schön in der Wiederholung zu sehen. Ja, schön durchgesetzt, kaum eine Chance, den noch abzuwehren. Das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Hartmann. Er spielt den Pass zurück. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden... Das gibt Freistoß. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Der Trainer wird wechseln. Mit dem Kopf. Da kommt er nicht richtig dran mit dem Kopf. Ball geht vorbei. Da fehlen vielleicht ein paar Zentimeter, sonst hätte es gefährlicher werden können. Klasse Kopfball. Links schlägt ein. Danilo Soares. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Nun Lecky. Gut Druck gemacht. Jetzt gibt's Einwurf. Gaczynski. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Elfmeter. Er macht das Tor. Guter Elfer. Sauber vom Punkt verwandelt. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt.
Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Und Raphael. Super gemacht vom Torwart. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Er köpft den Ball. Und der Pass. Super Kopfball. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Da kommt er mit dem Kopf dran. Die Ecke kam aber auch genau auf den Punkt. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Und jetzt wechseln sie. ...4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Den Ball kann er abfangen. Branimir Gota. Er zieht ab. Da stellt er sich in die Schussbahn und blockt den Schuss ab. Super. Hartmann. So, 4-0 heißt es hier aktuell. Klare Sache. Und wir schauen schon mal auf die kommende Partie. Der nächste Gegner von Gladbach heißt Hannover 96. Wenn sie da so spielen wie heute, dann sieht es gut aus. Knapp abseits, aber das wäre wohl auch nicht wirklich gefährlich. Groß. Christensen. Und nun Raphael. Der Pass zurück zum Keeper. Branimir Gota. So ein bisschen sind wir noch zusammen. 5 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Fabian Johnson. Hartmann. Groß. Hinterseher. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Der Unparteiische pfeift ab. Das Spiel ist beendet. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen und deshalb geht der Sieg in Ordnung.